Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Ein Tag nach meinem letzten Wettkampf der Saison. Und es ist wirklich einfach verrückt, dass das Jahr jetzt rum ist. Also es war für mich echt ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Einfach so viel, was ich erlebt habe. Ich habe 5 Wettkämpfe gemacht. Ich bin 2-mal Erster geworden. Einmal Zweiter, einmal Dritter und jetzt einmal Fünfter. Und das ist einfach krass, ich bin quasi bei jedem Wettkampf immer im Finale gewesen und das für meine erste Wettkampfsaison bzw. mein erstes Wettkampfjahr ist einfach krass. Ich muss zuallererst sagen, dass ich wirklich einfach unglaublich stolz bin auf mich selbst, dass ich das alles so hinbekommen habe und ich meine, es gab ja wirklich auch einige Schicksalsschläge in der Zeit und trotzdem hat es jetzt alles irgendwie so gut geklappt, das ist schon verrückt. Auch was ich in dem Jahr einfach über mich selbst gelernt habe. Also ich bin unglaublich dankbar für die Zeit und würde es auf keinen Fall missen wollen, das jetzt schon mal zuallererst zu anfangen. Gedanken von gestern Abend. Also ich habe heute Nacht nicht wirklich gut geschlafen, einfach zu viel im Kopf gehabt. Ich kenne das ja schon von den letzten Wettkämpfen. Also da sind bei mir immer die ersten 2, 3 Nächte relativ schlecht, nur ein paar Stunden Schlaf, einfach weil es so viele Eindrücke gibt, die man verarbeiten muss. Und ich war ja erst vor einer Woche auf der EWO, vor 3 Wochen auf der ANBF. Das ist alles irgendwie so kurz hintereinander gewesen, diese 3 Wettkämpfe jetzt in einem Monat, dass irgendwie mein Kopf und alles irgendwie noch Zeit braucht, das einfach zu verarbeiten. Und die Zeit werde ich mir jetzt auch definitiv nehmen und keine Ahnung, wie lange das dauert, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, es ist mein erstes Wettkampfjahr, für mich ist das auch alles neu. Ich muss es selbst jetzt erstmal alles lernen. Für mich geht es ja jetzt auch in die erste richtige Offseason. Ich hatte noch nie so eine richtige Offseason, wo ich wirklich genau getrackt habe, auch mit Training, mit Ernährung und allem zusammen. Deswegen bin ich echt mal gespannt, was da noch kommen wird. Jetzt aber erstmal noch zu dem Wettkampf von gestern. Ich habe den 5. Platz gemacht, bin ins Finale gekommen. Ich konnte immerhin meinen IROC präsentieren. Natürlich bin ich trotzdem ein bisschen enttäuscht gewesen, dass es nur der 5. Platz war. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, man war es gewohnt, irgendwie jetzt immer auf dem Treppchen platziert zu werden. Und dann ist es schon komisch, irgendwie so dazustehen und dann den 5. Platz zu bekommen. Also es geht, glaube ich, jedem so. Jeder will irgendwie immer eine Top-Platzierung bekommen. Wenn man dann das erste Mal so eine kleine Art Niederschlag bekommt, ist es natürlich im ersten Moment erstmal schwer und man muss das verarbeiten. Es ist natürlich auch generell nicht selbstverständlich, dass man überhaupt so gut abschneidet in der ersten Saison. Deswegen kann ich eigentlich wirklich nur dankbar sein, dass ich überhaupt die ganzen letzten Wettkämpfe so gut gemeistert habe. Und nach der Bühne sind dann auch erstmal ein paar Tränchen geflossen. Da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, da war nichts. Ich finde, das gehört aber auch dazu, Emotionen zu zeigen. Und ich war erstmal enttäuscht. Das ist auch logisch, aber ich muss auch gerecht sein. Und es war einfach ein anderer Look gefragt. Die Athleten, die alle vor mir platziert waren, haben mehr Muskeln und die waren auch leaner. Und der Look war halt gewünscht. Klar, es gab auch welche, die hinter mir platziert waren. Die hatten dann vielleicht zu viel Muskelmasse. Ich weiß es nicht. Ich bin trotzdem zufrieden mit dem Platz 5. Ich habe immerhin eine Medaille bekommen, durfte meinen IWOC präsentieren und das ist natürlich auch schön gewesen. Schlimmer wäre es definitiv gewesen, wenn ich überhaupt nicht ins Finale gekommen wäre, sondern nur einmal bei den Vergleichen mit dabei gewesen wäre und dann direkt raus. Ich glaube, dann wäre ich richtig, richtig enttäuscht gewesen. Ich habe mir natürlich für den letzten Wettkampf der Saison gewünscht, dass es auch wieder eine gute Platzierung gibt, aber 5. Platz ist immer noch gut. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich super schlecht gewesen bin. Deswegen und unter den ganzen Umständen, was passiert war, war das wirklich noch vollkommen in Ordnung. Ich weiß, wo meine Schwachstellen sind, wo man jetzt in der Offseason dran arbeiten kann. Deswegen wird da auf jeden Fall weiter dann Vollgas gegeben. Wegen gestern, ich muss aber sagen, ich war auch echt nicht mit mir selbst zufrieden. Also das war der erste Wettkampf, wo ich selbst auch so ein bisschen Selbstzweifel an meiner Form hatte morgens. Ich weiß nicht, ob es daran liegt jetzt an meinem Zeh. Also der hat mir die letzte Woche durchgehend ja schon wehgetan gehabt. Ich konnte keine Steps mehr sammeln und es war einfach komisch. Also der hat die ganze Zeit gepocht, auch wenn ich gefühlt nichts gemacht habe. Deswegen bin ich froh, dass ich überhaupt das Posing auf den hohen Schuhen überstanden habe. Muss aber sagen, da bin ich auch echt mit meinem Posing nicht zufrieden gewesen, also auch mit meinem IWOC nicht. Ich konnte gerade in der Seitenansicht, wenn ich den rechten Fuß dann aufgesetzt habe, ich konnte nicht richtig durchdrücken, weil einfach mein Zeh durch dieses Plastik am Schuh so wehgetan hat. Und da musste ich mich eher darauf konzentrieren, diesen Schmerz irgendwie auszuhalten, anstatt irgendwie diesen Moment zu genießen. Und das war auch so das erste Mal auf der Bühne, wo ich nicht 100% irgendwie
voll fokussiert war und den Moment einfach genossen habe, sondern einfach irgendwie eher so dieses, ich versuche nicht zu viele Schmerzen zu haben und den Moment zwar irgendwie zu genießen, aber trotzdem war das die ganze Zeit im Hinterkopf und das war wirklich so dieser erste Wettkampf, wo ich gemerkt habe, okay, es ist gut, dass es der letzte Wettkampf ist. Also ich habe auch zu mir selbst gesagt, angenommen, ich war ja im Überlegen, noch nächste Woche die WNBF zu machen, habe es dann aber doch nicht gemacht. Ich hätte diesen Wettkampf nicht mehr machen können. Also jetzt ist wirklich dieser Punkt, auch wo mein Körper mir sagt, Leonie, stopp. Ich habe irgendwie Wasser gezogen. Das war auch noch so ein Grund, warum ich gestern nicht hundertprozentig mit meiner Form zufrieden war. Ich fand meine Form bei der Evo besser wie gestern bei der GmbF. Und ich glaube, das hat man auch irgendwie so ein bisschen widergespiegelt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Für mich steht nur fest, dass jetzt erstmal gerade bei mir die Gesundheit an oberster Stelle steht. Für den Körper ist es natürlich auch eine Herausforderung. Ich war fast durchgehend seit letztem Oktober auf Diät und hatte jetzt zwischendurch nur diesen kurzen Mini-Aufbau im Sommer und jetzt hat mein Körper direkt weiter Vollgas geben müssen. Es ist nicht einfach und deswegen steht für mich auch jetzt wirklich fest, Gesundheit kommt gerade erstmal an oberster Stelle. Ich werde jetzt auch gleich direkt beim Arzt anrufen, versuchen, heute direkt einen Termin zu bekommen, einfach, dass das mit meinem Zeh nochmal abgeklärt wird. Weil ich habe keinen Bock, dass da dann irgendwelche langfristigen Schäden entstehen, weil er tut eigentlich durchgehend jetzt weh. Also beim normalen Laufen geht es gerade noch, aber mit den hohen Schuhen gestern, ich habe das gemerkt, auch als ich dann nach dem Bühnenauftritt die Prosing-Schuhe ausziehen wollte, mein Zeh war so angeschwollen, ich habe diesen Schuh fast nicht runterbekommen und das war auch echt schmerzhaft, den dann auszubekommen. Deswegen will ich das heute einfach abklären lassen und einfach meinem Körper jetzt die Ruhe geben. Wie es dann jetzt natürlich weitergeht mit der Off-Season und allem, da nehme ich euch in den nächsten Videos dann mal ausführlicher mit. Ich kann euch jetzt ja erstmal grob den Plan sagen. Also Schwachstellen sind klar, an was wir arbeiten müssen. Jetzt grob einfach, wir gehen nicht direkt mit den Kalorien zu viel hoch. Von den Kalorien, wie wir es jetzt machen, hängt es natürlich jetzt erstmal ab, wie geht es meinem Zeh. Da muss ich jetzt später einfach mal gucken, was der Arzt sagt. Kann sein, dass ich eine Trainingspause machen muss. Dann werden wir wahrscheinlich mit den Kalorien nicht so hochgehen, wie wenn ich ganz normal trainieren würde. Da warte ich jetzt aber einfach ab, was der Arzt später sagt. Also ich versuche zumindest heute direkt einen Termin zu bekommen. Der Wettkampf war ja auch in Walsrode gewesen, wo mein allererster Wettkampf gewesen war. Und es war schon komisch, irgendwie so das alles nochmal zu sehen. Also ich kannte ja schon alles, das heißt, beim Einschreiben, das war irgendwie so ein komisches Gefühl, weil ich weiß noch das erste Mal, wo ich da stand, wie aufgeregt ich war. Es war alles komplett neu für mich. Ich hatte noch nie einen Wettkampf vorher gemacht und da kamen einfach so alte Erinnerungen hoch. Das war schon schön zu sehen, vor allem auch mit der Vivian. Stand ich ja das erste Mal im Overall auf der Bühne und gestern standen wir dann auch wieder auf der Bühne und haben uns kurz vor dem Auftritt hinten nochmal unterhalten, dass wir das erste Mal ja auch hier zusammen standen und jetzt wieder. Wir waren auch bei der Evo zusammen auf der Bühne. Also das ist schon krass, irgendwie so das alles zu sehen. Das ist ein halbes Jahr jetzt später und wie viel sich da einfach getan hatte. Und ich muss sagen, das ist auch wirklich das Schöne, die Athleten. Man kennt sich gegenseitig mittlerweile jetzt auch teilweise. Also gerade was die Naturalwettkämpfe angeht, gibt es ja nicht so viele. Und dann sind es dann doch irgendwie immer dieselben, die dann dran teilnehmen. Und mittlerweile kennt man sich schon so ein bisschen. Man kann sich austauschen, quatschen. Und das ist schon schön, es einfach so zu sehen, wie die anderen sich auch verändern. Also ich muss sagen, das war schon schön gestern einfach. Wir waren ja hinten nur ganz kurz im Backstage-Bereich gewesen. Aber ich weiß noch, beim ersten Mal, da war ich ein bisschen später von der Uhrzeit dran. Und wie aufgeregt ich einfach gewesen bin vor dem Bühnenauftritt. Da kamen einfach so viele Erinnerungen gestern hoch. Das war krass. Und wenn ich bedenke, wie meine Form sich jetzt auch verändert hat, einfach nur in diesem halben Jahr durch diesen Mini-Aufbau, was ich hatte, da weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt mal eine komplett richtige Off-Season mache, was ich einfach noch alles erreichen kann. Und ich freue mich einfach auch so auf diese Zeit, die jetzt kommt. Klar bin ich traurig, dass es jetzt alles vorbei ist. Und ich weiß auch, es wird mir schwer fallen, meine Form dann zu akzeptieren, weil man einfach jetzt an diesen Stand gewöhnt ist, so dünn zu sein. Und wenn ich mir jetzt schon Fotos von vor einem Jahr, anderthalb angucke, denke ich mir, ach du Scheiße, war ich da dick. Aber so darf man nicht denken, ich war einfach weiblicher. Ich hatte mehr Kurven drauf, mehr Speck, auch im Gesicht, überall einfach. Ich muss mir einfach vor Augen halten, dass das genau das ist, was jetzt gemacht werden muss. Ich muss Muskeln draufpacken, um einfach das nächste Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, eine bessere Form dort präsentieren zu können. Deswegen freue ich mich auch irgendwie auf die Zeit, die jetzt kommt.
man ist auch flexibler, man kann wieder mehr essen, auch mal mit der Family, Zeit mit Freunden verbringen. Das geht natürlich in der Prep schon alles ein bisschen unter. Deswegen ist es einerseits ein weinendes Auge, aber auch ein lachendes Auge. Und ich freue mich einfach auf die Zeit, die jetzt noch kommt. Mal gucken, vielleicht stehe ich dann irgendwann wieder in Walsrode und dann mit einer noch viel besseren und anderen Form. Ich bin einfach mal gespannt, was die nächsten Jahre noch so kommen wird. Und es war mein erstes Jahr. Und dafür, es ist echt krass gelaufen und ich bin dankbar. Von der Organisation her kannte ich das ja schon von den letzten GNBF-Wettkämpfen. Also da war eigentlich alles gleich, gab nicht wirklich viel Unterschiede. Und ich muss aber sagen, von der Stimmung und allem gestern, das war krass, wie es bei der Evo war. Also ich glaube, jeder Athlet, der letzte Woche auf der Evo war, weiß, was ich meine. Das war einfach ein anderes Feeling in der Halle, wie die Zuschauer mitgegangen sind. Dieses Bühnenbild, das Dunkle, das Schwarze, das Feeling in der Halle, das konnte man einfach nicht vergleichen. Klar, bei dem einen Wettkampf letzte Woche waren über 2000 Zuschauer da. Ich weiß nicht, wie viele jetzt gestern da waren. Es kann man nicht direkt vergleichen, aber Evo letzte Woche war schon krass, auch vom Feeling her von allen. Das war wirklich gefühlt so ein Next-Level-Wettkampf. Also ich bin echt mal gespannt, was Evo da die nächsten Jahre noch auf die Beine stellen wird, muss ich schon sagen. ANBF war ja auch top. Also auch da, ich bin froh, dass ich alle drei Wettkämpfe jetzt mitgenommen habe. Klar, GNBF war jetzt wegen meinem Fuß und allem wirklich nicht optimal. Ich bin dankbar für die ganzen Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, die Menschen, die ich kennengelernt habe und einfach das Ganze drumherum. Es ist meine Leidenschaft und ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Und deswegen hat mir das gestern, glaube ich, auch so ein bisschen im Herzen wehgetan, weil ich einfach diesen Moment auf der Bühne nicht komplett genießen konnte und das ein komisches Gefühl für mich war, was ich vorher noch nicht hatte. Und deswegen braucht mein Körper jetzt wirklich erstmal Ruhe und Zeit und auch mein Kopf zum Verarbeiten. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Aber ich will jetzt auch gar nicht mehr zu viel reden. Das Video wird sonst wieder viel zu lange. Ich nehme euch dann in der Off-Season auf jeden Fall mit, den ganzen Weg, wie man das jetzt auch mit der Reverse Diet macht, dass man hoffentlich keine Fressanfälle bekommt. Ich werde euch bei allem mitnehmen. Für das Video war es jetzt aber erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es dann mit meinen richtigen Off-Season-Plänen weitergeht. Macht's gut, tschüss!